Yo, Pandas, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 17 Karriere mit VfL Bochum. Und ihr seht ja schon im Hintergrund heute zu Gast gegen Ingolstadt. Wir sind auf dem sechsten Platz runtergefallen und wir müssen heute gewinnen. Wenn wir heute nicht gewinnen, können wir schon wieder gefühlt den Aufstiegskampf ja beiseite schieben. Aber wenn wir gewinnen, können wir auf dem fünften Platz mindestens aufholen. Die Frage wird sein, ob vielleicht Berlin oder München auch noch Punkte liegen lassen. Dann können wir auch noch weiter aufsteigen, vielleicht ja auch sogar noch Stuttgart. Dann können wir sogar auf den zweiten aufsteigen, aber das wäre jetzt ein bisschen viel geträumt. Deswegen denken wir da mal gar nicht dran. So, und ihr habt gesagt, ich soll Ferrati mal mehr spielen lassen. Dann mache ich das jetzt einfach mal so, dass heute Ferrati im Sturm spielt. Oder nee, dass Eisfeld im Sturm spielt und Ferrati im ZOM. Der Rest muss aber erstmal so bleiben. So. Okay, aber so können wir mal rangehen. Haben wir trotzdem noch eine sehr starke Mannschaft hier. Und Lorenzen auf der Bank. Lorenzen hat mir ja in der letzten Zeit nicht so gefallen. Deswegen jetzt diese Maßnahme, dass er vielleicht einfach mal ein ganzes Spiel aussetzt. Vielleicht bringt das ja mal was. So. Okay, so. Wir sind ja Westfalen in Abwehr, haben wir ja schon in der letzten Folge angesprochen. München hier mit 3 Gegentoren, aber sehr nah. Auch daran, die beste Abwehr in der Liga zu werden, wenn wir noch ein paar Gegentore bekommen. So, aber das ist gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, am besten es ohne Gegentor hier aus dem Spiel zu schaffen. Und das wäre vielleicht sogar möglich. Also jetzt gibt es hier erstmal einen Freistoß für Ingolstadt. Aber wir müssen mal direkt auf Offensiv gehen. Oh Gott, und ich dachte schon, wir kriegen dann direkt das Gegentor. So, hoher Druck erstmal ran wieder. Und auch Pressing. So. Fabian, Buchtmann, Stiepermann und da ist Eisfeld. Eisfeld ist natürlich schon ein bisschen ja mehr angeschlagen als die anderen. Dadurch, dass er das letzte Spiel auch gespielt hat. So, Fabian. Ah, nee, das war Lorenz. Stimmt. Eisfeld ist wieder komplett fit. Stimmt. Das waren Fabian und Lorenzen. Deswegen haben wir Lorenzen auch rausgepackt, unter anderem. Sehr gut. Okay. Lecky, Cohen und wieder Lecky. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, hätten wir natürlich auch Fabian rausgepackt. Aber mit 2 verletzten Innenverteidigern. Ja gut, ich glaube, damit hätten wir aber am Anfang auch nicht gerechnet, dass 2 Spieler sich gleichzeitig verletzen. Über so einen langen Zeitraum. Aber gut, jetzt ist es passiert. Eisfeld jetzt auf jeden Fall am Ball. Ach, legt Ball aber leider nicht weiter auf Ferrati. Oh Gott, das gibt es nicht. Und jetzt Bandowski gegen Leipertz. Leipertz hat erstmal den Ball. Bandowski muss ihn sich holen, aber Riemann ist am Ende bei der Flanke da. Alles perfekt. So, Fabian, Bandowski. Bandowski auf Stefaniak. Stefaniak behält den Ball hier. Sehr schön. Stefaniak weiter mit dem Ball. Stefaniak täuscht den Ball jetzt nochmal an und holt die Ecke raus. Eine Ecke ist eigentlich auch immer ganz gut. Ferrati legt den Ball auf Stefaniak. Stefaniak den Ball wieder auf Ferrati und Ferrati verliert den Ball. Aber Stefaniak holt sich den Ball nicht nochmal. Okay. Nehmen wir lieber den Einwurf. Okay. So, Benatelli und Stefaniak. Und jetzt wieder ein Ingolstädter Spieler dran. Das gibt es nicht. So, Bregeri. Und Hadek, John, ja, Christiansen und Leipertz. Und jetzt ist es hier natürlich sehr weit offen. Und Ferrati läuft. Ferrati läuft an, will da den Ball, aber die Flanke kommt immer so früh. Und dann wird das hier sogar nochmal gefährlich durch diesen Flugtritt von Licano, glaube ich. Eieiei, also das ist gerade eine Partie für Ingolstadt und nicht für uns. Alex Canio, okay. Okay, Fabian. Fabian auf Stefaniak, Stefaniak, Ferrati und jetzt Eisfeld. Eisfeld und Stefania kommt, holt den Ball nochmal, ja, legt den Ball auf Stiefermann, okay, und Stiefermann mit dem Ball auf Ferrati. Ferrati kommt, ach, warum klappt das denn nie bei mir? Warum klappt denn bei mir nie der
passt einfach direkt. Jetzt klappt er wieder, aber gerade. Ja, jetzt hat das gute Spiel zugepasst und der Ball ist drin. 1:0, Eisfeld. So sollte es gerade auch sein mit Verratti. Warum klappt das nicht? Keine Ahnung. Aber jetzt hat es geklappt. Sehr schön. Das ist ein wunderschönes Zuspiel gewesen. Und dann hält der Torhüter sogar noch kurz. Weil ich dachte da so, ach nee, jetzt ist der Ball wieder gehalten. Und dann sehe ich nur, dass der Ball doch im Tor ist. Wunderbar. 1:0, viertes Tor für Eisfeld. Ich glaube, damit ist er wieder in der Torschützenliste auf den ersten Platz gewandert. Ich glaube nämlich, der erste hatte auch 4 Tore. Weiß ich gerade aber nicht ganz genau. So, Stiefermann, Buchtmann und Roger. Suttner und wieder Suttner und jetzt Cohen. Lecky. Oh, wird er gelegt. Cohen behält aber erstmal den Ball und ist zu viel Platz. Christiansen und zu viel Platz und der Ball ist trotzdem nicht im Tor. Puh. Gelbe Karte hier noch nachträglich, natürlich für Bandowski. Und das Legen gegen Lecky ist dann natürlich nicht ungeschoren vergessen worden. So, Stiefermann und Verratti. Buchtmann. Eisfeld legt den Ball auf Stefaniak. Stefaniak schießt. Hansen hat den Ball. Schade. Buchtmann. Kriegt den Ball da nicht. Schade. Cohen. Und jetzt Suttner. Lecky und wieder Cohen. Und jetzt Roger. Oh, legt den Ball da gut weiter. Aber der Ball kommt von Bandowski zu Riemann. Und Riemann hat den sicher. Sehr schön. So, Schelotzi. Stiefermann. Buchtmann. Wieder Schelotzi, wieder Stiefermann. Das ist jetzt wieder ein richtig schönes Zuspiel. So will ich das sehen. Warum hat das die letzte Zeit kaum okay, doch, hat geklappt eigentlich schon einigermaßen. Aber der Angriff hat einfach wieder mal sich gedacht, so, nee, wir wollen nicht schießen. Und das war jetzt auch noch Handspiel von Benatelli und dafür kriegt der Gelb? Okay, das ist jetzt aber entweder neu oder gefolgt vom Handspiel kam noch ein Foul. Alles klar, so, ich habe noch nie gesehen, dass man für ein Handspiel während der Grätsche halt Geld bekommen hat. Auf jeden Fall nicht in FIFA. So, Stefaniak, Verratti, Bandowski und wieder Verratti und Leibherz. Oh, verdammt. Und die Flanke und Cohen zum Glück und Lecky wird aufgehalten und dann ist Letzkiano am Ende da und macht den Ball rein. Da konnten wir aber auch nichts mehr machen. Was war das denn bitte für eine Offensivkraft hier? Da kriegt niemand den Ball weggeschossen und ich traue mich da auch nicht richtig zu grätschen. Und damit steht es 1:1 und wir haben unser drittes Gegentor in der Saison. So, Eisfeld, Verratti, Buchtmann, Tisserand ist da. Das wäre es ja jetzt gewesen, hätten wir direkt ausgeglichen. Aber so nicht. Verratti aber jetzt mit der Flanke. Und da steht Benatelli. Leider nix. Gregory. Schelotzi. Buchtmann. Verratti und Cohen. Und jetzt Stefaniak. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Zur Halbzeit steht es 1:1. Auf jeden Fall ein Spiel, das es in sich hat. Und auch ein Spiel, wo man sagen könnte, dass 1:1 geht, glaube ich, in Ordnung. Also, klar, Ingolstadt hier eindeutig besser am Schießen, aber wir doch ein bisschen mehr, auch wenn der Ballbesitz nicht dafür spricht, meiner Meinung nach ein bisschen aktiver am Spiel so beteiligt und ja, dadurch denke ich mal, geht das eigentlich sogar in Ordnung, dass Ingolstadt hier ein Tor geschossen hat, ging auf jeden Fall in Ordnung, da haben wir bisher sehr viel Glück gehabt. Und Riemann halt einfach wieder mal einen Bombentag. Aber das hat er oft. Das muss man sagen, das hat er oft. Der Riemann ist echt ein guter Torhüter. Ich glaube, meiner Meinung nach wirklich einer der Besten in der zweiten Liga. Hier jetzt gerade. Und deswegen geht das auch in Ordnung eigentlich, dass wir relativ wenige Gegentore dann eben bekommen. Aber da ist natürlich auch immer die Frage so. Oh, okay. Okay. Da ist dann halt auch immer wieder die Frage, kann er seine Form beibehalten oder was kommt da? Ich meine, ja,
Das kann halt jederzeit auch wieder einklicken. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, Ingolstadt hat gar nicht mehr so viele Chancen mehr gehabt als wir, sondern es wäre genau dieselbe Chancenanzahl gewesen, hätten die beim 1 zu 1 nicht so oft aufs Tor geschossen, sondern ein einziges Mal und der Ball wäre drin gewesen. Und sowas verfälscht meiner Meinung nach halt auch leider irgendwo dieses. Dadurch kann man nicht mehr so extrem darauf gehen, so ja, ist verdient, dass sie jetzt führen, weil sie haben ja Schüsse oder so, weil es können halt auch wirklich so eine Aktion sein, wo einfach 4 Schüsse aufs Tor sind und davon geht dann einer rein und das war dann am Ende der einzige Schuss aufs Tor und dadurch machen sie das 1 zu 0 oder so und wucht man hier mit einem schönen 2 zu 1 Schuss. So kann sich sowas sehen lassen. Also das finde ich wieder einfach unglaublich, wenn man so halt auch mal einfach aus so einer Entfernung reinmacht. Ich glaube, das ist sogar das erste Tor gewesen von Buchtmann für den neuen Verein. Also nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Sehr schön. So, und dafür wird er erstmal vom Schiri umgerempelt, alles klar. So, und diesmal machen wir nicht den Fehler und bleiben auf Offensiv. Wir gehen jetzt auf sehr defensiv, ja, nicht auf sehr defensiv, aber wir gehen auf defensiv. So haben wir so ein bisschen defensiver, aber durch hoher Druck halt auch noch die Offensive. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Morales. Jawohl, okay. Stiefermann, Gül, Buchtmann und jetzt Schelotzi. Ah. Okay, Lecky. Hat man haut uns das zweite rein. What the fuck, Alter? Wow, okay, alles klar. Direkt wieder alles umändern, offensiv. 5 Minuten später steht es wieder 2 zu 2. Ein Unentschieden ist mir persönlich ein bisschen zu wenig schon. Und ich will hier den Sieg haben. Wenn wir hier zweimal führen, dann haben wir den uns irgendwie verdient. Aber wenn wir es nicht halten können, bringt das alles nichts. So. Okay, Ferrati. Na, komm schon. Ach, das gibt es nicht. Lecky wieder durch. Und tut mir leid, Leute. Schelotzi ist einfach viel zu langsam gefühlt im Gegensatz zu Lecky. Und der hat noch nie Probleme gehabt, im Spieler hinterher zu laufen. Und jetzt auf einmal bei Lecky. Das ist doch. Alter. So. Stiefermann. So. Letzcano. Och Gott, nein, 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 da ist zu viel Platz. Und Riemann hält den Ball zum Glück. Was ist denn Hartmann bitte für ein Spieler? Der kommt rein und schießt aus jeder Entfernung und haut hier die Bälle fast rein. So, na. Okay, 76. Minute. Wir wechseln jetzt nochmal aus. Verratti muss raus. Dafür kommt Stöger rein. Eiswert geht auch raus. Lorenzen und auch Meier kommt rein. So. Okay. Nummer 3 offensive Wechsel. Alle drei natürlich nicht 100%ig fit. Das ist klar. Den einzigen, den wir hätten, der 100%ig fit wäre, wäre Penrite mit einer 56. Also, ja. Ich glaube, das wollen wir aber auch nicht so. So, totaler Angriff machen wir mal. Anders geht es jetzt schon gar nicht mehr. So, Stöger. Weil ich sag mal so, Sieg oder nichts, ob wir jetzt eine Niederlage dann haben oder ein Unentschieden, ist mir ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Ich will einfach gewinnen. Und Hansen haut hier den Ball leider nochmal aus dem Kasten raus. So, Meier. Schelotzi. Bandowski, Gül. Das war ein Foul. Und das gibt den Elfmeter. In der 82. Minute gibt das den Elfmeter. Okay, das. Oh Gott. Lorenz macht ihn. Okay. Komm schon, Lorenz. Bitte. Lorenz macht ihn rein. 3 zu 2. Was für ein Spiel, Leute. Was für ein Spiel. Und das in der 82. Minute. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber wir gehen jetzt auf sehr defensiv.
Ich habe es aber gerade noch gesagt, ich würde nicht auf sehr defensiv gehen, aber bei so einem Gegner muss man das anscheinend. So, sehr schön. Benatelli legt den Ball nochmal auf Lorenzen. Lorenzen flankt, aber da Stöger kommt nicht an den Ball. Schade, Christiansen und Hartmann. Granit und Hartmann auf Christiansen und Gül ist da. Sehr schön. Und Gül verliert den Ball gegen Hartmann. Das gibt es nicht. Oh, Alter. 88. Minute und der Ball ist erstmal wieder auf Lorenzen. Aber da ist Roger. Schade. Lecky. Buchtmann, sehr schön. Stöger. Und jetzt ist Lorenzen nochmal durch. Ist Lorenzen jetzt nochmal durch? Lorenzen ist durch. Täuscht den Ball nochmal an. Schießt. Und der Ball ist drin. 4 zu 2. Wir haben es geschafft. Zum einen haben wir endlich mal wieder mehr Tore geschossen. Und zum anderen. Ja, gut. Wir haben eigentlich unsere Gegentore einfach mal verdoppelt. Aber egal. Wir haben dazu halt einfach 4 Tore geschossen. Und Lorenzen mit dem Doppelpack seine ersten 2 Tore in der Saison diesmal. Eins davon per Elfmeter. Aber das ist dann auch irgendwo egal. Es ist einfach nur wichtig, dass er überhaupt gerade wieder da ist, dass er wieder das Tor treffen kann. Und uns hier zum Sieg geführt hat gegen Ingolstadt. Das war perfekt. Das war einfach perfekt. So, das Spiel spricht inzwischen auch schon von den Schüssen her mehr für uns. Oder eher gesagt, für den Gleichstand halt. Gab am Ende dann trotzdem den 4 zu 2 Sieg. Das können wir dann natürlich nicht ändern. Und wir bleiben auf dem zweiten Platz. Stuttgart, München und Berlin haben alle gepatzt. Was ist das denn? Wie geil ist das denn, Leute? Das ist ja mal das Geilste auf der Welt. So, und ihr habt gesagt, ich soll Ferrati mal trainieren lassen. Ich trainiere Brandt jetzt noch auf die. Nee, ich trainiere Meier noch auf die 70 hoch. Und dann, oder Lorenz auf die 71 auf jeden Fall, wenn hier noch einer ein Upgrade bekommt, wo ich sage, so, okay, den können wir da die jetzt wegpacken, also Lorenz oder Meier, dann wird Verratti trainiert. Johannes Wurz ist wieder fit. Okay, und Verratti freut sich, dass er öfter eingesetzt wird, was ihr auch gesagt habt, dass ich ihn öfter einsetzen soll, obwohl ich das, ja, versuche. Nur bei zwei starken Spielern ist es halt auch ein bisschen schwieriger, da alle reinzupacken. Okay, wir sind trotzdem beste Abwehr der Liga geblieben, weil München zwei Gegentore bekommen hat. Das ist schon mal sehr nice. Und wir sind auch mit Ingolstadt zusammen die beste Offensive. Also hätten wir gegen Ingolstadt ein Tor weniger kassiert, wären wir jetzt die alleinige beste Offensive. Das wäre natürlich auch nochmal nice. Beste Abwehr und beste Offensive zusammen. Aber gut, sind wir auch so. Und es wird auf jeden Fall interessant, da Stuttgart und München beide 14 Punkte haben. Wird es interessant, wie die Spiele dann am Ende verlaufen, denn jetzt ist Sonntag. Wir werden jetzt erstmal sehen, wir sind auf dem vierten runtergefallen. München hat gewonnen. Ingolstadt auch. Bielefeld könnten wir vorbeiziehen, wenn sie nicht gewinnen. Und ansonsten können wir aber wenigstens wieder auf den ersten Platz hochspringen. Da unsere Tordifferenz so oder so besser ist, so gesehen. Ja, mal sehen. Ingolstadt ein 2 zu 1, München ein 1, nee, ich glaube auch 2 zu 1. Ja. Okay, Leute, ich hoffe jetzt aber erstmal, dass euch das Video gefallen hat und Weiland möchte in der nächsten Transferphase verkauft werden. Alles klar, müssen wir mal gucken, dass wir ihn ein bisschen mehr einsetzen. Die beiden werden natürlich auch immer besser. Brandt jetzt auf der 64, das ist perfekt. Ich hoffe jetzt, dass es euch gefallen hat und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.